Den Film wollen wir mal näher auseinandernehmen. Unser Kinoredakteur Thomas Fedder ist jetzt bei mir. Thomas, es war ja damals so 2009, oh, ein Film in 3D. Und Experten haben schon gesagt, ja, das wird das ganz große neue Ding. Wir werden ganz viele Filme in 3D sehen. Passiert ist eigentlich nichts, aber jetzt der neue auch wieder. Ja, damals hat Cameron die 3D-Technik ja eigentlich sozusagen neu erfunden. Und dann haben wir sie alle wieder beerdigt, weil kein Mensch wollte mehr diese recycelten Filme sehen. Und ich habe ihn in 3D gesehen. Es wird ihn natürlich auch in 2D geben. Und also bei allem, was man sonst jemals über diesen Film erzählen kann, das ist schon neu und das ist auch gigantisch. Das ist noch schärfer, das ist eine andere Auflösungstechnik, mehr Bilder und so. Früher war es immer mit diesen schwarzen Brillen, war das alles so verschwommen und so. Das ist jetzt nicht mehr so. Also der Film dauert mehr als 3 Stunden. Und es presst einen wirklich in die Sitze. Und es sind nicht mehr nur diese Effekte, es schwimmt auf dich zu, schwimmt wieder weg, sondern es ist so ein bisschen mehr, ist anders inszeniert, es ist so in den Raum inszeniert. Also ich war echt beeindruckt. Sowas wie dieses 3D habe ich nicht gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das jemals irgendwann durchsetzen will, weil du brauchst diese ganzen Kinos und alles. Und Streaming ist ein Riesenkonkurrent. Aber das ist so ein bisschen der Angriff wieder. Vielleicht ist das auch die letzte Chance, die das Kino überhaupt noch hat, solche Filme zu drehen. Also wenn dann aber Kinobesuch lohnt sich in dem Fall auf jeden Fall. Dann müssen wir mal drüber sprechen, was passiert überhaupt in dem Streifen. Vieles spielt ja unter Wasser. Wir haben das gesehen, ist eigentlich ein Unterwasserfilm. Also nicht nur für Freunde der Aquaristik und welche, die tauchen wollen, sondern alle Darsteller, wir haben Kate Winslet gesehen, haben so ein Navy Seals Training gemacht. Die Geschichte ist ja so ähnlich eigentlich wie im ersten Avatar. Wenn man sich dunkel erinnert, da kamen böse Kolonialisten von der Erde auf so einen wunderschönen Paradiesplaneten Pandora und haben die indigene Bevölkerung dann irgendwie verjagt, weil sie die Bodenschätze ausnutzen wollten. Dann wurden die wieder verjagt. Jetzt sind sie wieder da. Und jetzt müssen die Navi, heißen die, die müssen dann jetzt zu so einem Wasservolk flüchten. Und ab jetzt ist alles unter Wasser. Und da kommen große Quallen und da kommen böse Haie. Und dann kommen auch die Menschen als Walfänger. Und es gibt ganz viel Action natürlich. Und diese Unterwasserszenen sind schon, also die wurden mit echten Menschen, mit den Darstellern unter Wasser wirklich gedreht. Das heißt, die haben alle so Navy Seals Training gemacht. Alle können jetzt mindestens 6 Minuten die Luft anhalten, sagen sie zumindest. Und das sieht man aber auch, dass sie unter Wasser schwimmen. Und das ist unheimlich geschmeidig und toll. Und das funktioniert schon und man taucht so ein bisschen ein und also nicht nur ein bisschen, sondern der ganze Film spielt halt in diesen Wasserwelten bis hin zu diesen irren, aufwendigen Action-Szenen, die gar nicht aufhören wollen, die sind zum großen Teil dann auch halt unter Wasser. Thomas, vielen Dank, klingt spannend, vielleicht geht der ein oder andere Weihnachten ins Kino. Danke dir.